Norwegen ist natürlich ein Energieland und ist auch gerade sehr wichtig für Deutschland. Deutschland bekommt zum Beispiel 30% seines Gases aus Norwegen. Damit ist natürlich schon ein Bereich, nämlich die Öl- und Gasbranche, für uns gesetzt. Die zweite Branche ist sicherlich der Anlagenbau, der Straßenbau. Das heißt, das sind Infrastrukturprojekte, die in Norwegen abgewickelt werden, in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen. Neben den klassischen Dienstleistungen einer Außenhandelskammer wie Marktberatung und Geschäftspartnervermittlung hat sich die deutsch-norwegische Handelskammer insbesondere auf den Bereich der Projektabwicklung in Norwegen spezialisiert. Das bedeutet, dass deutschsprachige Unternehmen, die nach Norwegen kommen und einer Vielzahl von administrativen Herausforderungen gegenüberstehen, durch uns Unterstützung erfahren. Die Hauptschwerpunkte bei uns im Hause liegen insbesondere im Bereich des Steuerrechts, vor allem internationales Steuerrecht, Arbeitsrecht sowie Gesellschaftsrecht. Man muss immer im Hinterkopf behalten in Norwegen, dass es nicht Mitglied der Europäischen Union ist, nur des europäischen Wirtschaftsraumes. Das wiederum bedeutet, dass ein Teil des Rechtes, das man vielleicht in seinem Heimatland gewohnt ist, in Norwegen nicht so zur Anwendung kommt. In Norge ist es sehr wichtig, zu denken, dass es herrscht eine ausgeprägte Netzwerkskultur im Markt. Og derfor så pleier vi å forberede bedriftene på at det slik, og at man skal innrette seg etter både skrevne og uskrevne regler. Og da tenker jeg både på kultur, men også selvfølgelig på lovverk. Fordi det fungerer jo slik i markedet da, at et dårlig rykte sprer seg fort rundt, men det gjør selvfølgelig et bra rykte også. Ja, die Deutsch-Norwegische Handelskammer ist offizieller Repräsentant vieler deutscher Messen in Norwegen, namentlich Berlin, Hannover, Köln und Düsseldorf, also wichtige Messestandorte mit großen Weltleitmessen in ihren Branchen. Sowas bekommt man in Norwegen nicht, dazu muss man nach Deutschland. Für norwegische Unternehmen bietet sich also in Deutschland ein Messemarkt, ein Schaufenster, das aufgrund der kurzen Reisezeiten und der perfekten Organisation auf der Messen mit relativ geringem Aufwand zu erreichen ist. Eine Handelskammer ist vor allem auch ein Netzwerk. Und wir veranstalten für dieses Netzwerk Frühstückstreffen, Kurse, Seminare und Business-Meetings, aber auch eher etwas unformellere Netzwerkevents. Unser deutsch-norwegisches Netzwerk bietet unseren derzeit ca. 750 Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit zum fachlichen Austausch, darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Kontakte branchenübergreifend und über Landesgrenzen hinweg zu knüpfen. Unsere Büros in Oslo befinden sich in einer alten Villa. Diese alte Villa wurde gerade erweitert durch einen sehr modernen Neubau, der architektonisch schon eine Besonderheit bietet. Und damit haben wir die Möglichkeit, wirklich für Veranstaltungen und auch für Mitglieder-Events in modernen, sehr modernen, hellen Räumen unsere Mitglieder und Gäste zu empfangen.